Hey, hier ist Martin von Handball Inspires und wir wollen unserem Bundestrainer Christian Prokop mal wieder über die Schultern schauen. Aus den vorangegangenen Übungen haben wir immer ohne Gegenspieler agiert. Jetzt gehen wir direkt ins 2 gegen 2. Dafür gleich der Hinweis, baut diese Geschichte gerne vorher mit einem 2 gegen 1 über die schnelle Mitte zum Beispiel auf, um damit einfach den Sprung nicht zu groß zu machen. Jetzt aber viel Spaß dabei. Spielen in einer Zweiergruppe. Bälle sind bei jedem Torhüter, also bei beiden Torhütern verteilt. Die Aufgabe ist es, so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn ihr ein Tor bekommen habt, gibt es die schnelle Mitte. Ansonsten lauft ihr die freie zweite Welle, immer zu zweit. Und eine Merkregel, ihr dürft erst auswechseln, eure Nächsten dürfen erst rein, wenn ihr verteidigt habt. Nie also im Angriff aufhören. Immer erst, wenn ihr verteidigt habt. Ihr greift an und rennt zurück und verteidigt. Erst dann kommt die nächste Gruppe rein. Okay? Und die nächsten greifen wieder an, verteidigen zurück und dann wirken sie aus. Nie vorher aus. Gut, dann möchte ich, dass ihr verteidigt. Bälle nehmen Tor. Überschlagsvorschuss. Okay? Hier erstmal eine Runde. Also, drei Spiel, 1 gegen 1 und hier 2 gegen 2. Pass, versuche es jetzt. Sehr gut. Bitte, bitte. Vom Torhüter schalten, flink, ob man schnelle Mitte ausführt, drüber schießt, vielleicht 2 gegen 1 Möglichkeiten hat, das müsst ihr gut antizipieren, gut vorhersehen. Schneller, 2 Abschluss, richtig. Sehr schön. 2 1, schnelle Mitte, schneller. Thank you.
Gut, legen die Hand ab. Zurück, zurück, zurück. Bei diesem sehr freien 2 gegen 2 Tempo-Gegenstoß-Spiel kommt es vor allem darauf an, dass die gesamte Truppe den Übungsablauf verstanden hat. Denn erst wenn die nächsten Angreifer wirklich in einem guten Timing starten, haben sie auch die Möglichkeit, ihre Abwehr zu überspielen. Das hat am Anfang noch nicht so gut funktioniert und oft ist es 2 gegen 2 gegen eine gestaffelte oder geordnete Abwehr geschehen. Ihr könnt hierbei zum Beispiel einfach dem Angreifer, der das letzte Tor erzielt hat oder den letzten Ballkontakt hatte, die Aufgabe geben, mit einer flachen Hand den gegnerischen 4-Meter-Punkt zu berühren und dann erst zu verteidigen. Damit gibt ihr dem Angriff immer wieder die Möglichkeit, erstmal 2 gegen 1 zu spielen und damit noch mehr Vertrauen in ihr eigenes Tempo zu bekommen. Wir hoffen, ihr könnt diese Aufgabe, diese Übung in eurem Training integrieren, denn Handball inspiriert.